und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wukios. Wir haben gerade Willistar gefunden, was anscheinend ein Schlangendungeon ist. Ja, bla bla bla. Oh, ich zwei übrig behalten. Okay. Egal. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Kann ich hier drauf gehen? Okay, das hat schon 30 direkt gebracht. Komisch. Hoch. Rechts. Rechts. Unten. Unten. Rechts. Hoch. Dann gucken wir doch mal bitte drei Facken. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Gar nicht. Schön. Nicht schön. Absolut. Nerviges Ding ist das. So, da muss ich ja noch hochgehen. Das tut es auch. Perfekt. Jo. Bevor ich hier irgendwas mache. Gucken wir uns erstmal die Gegend an. Die Rätsel sind schon anscheinend ein kleines bisschen kniffliger geworden. Es ist auf jeden Fall alles nervig größer geworden. Wo kommt das Ding denn hin? Ach, da. Wie haben sich das gewisse Personen vorgestellt? Ne, das war nicht das, was ich spielen wollte. Wo bist du da? Ja, nein, ich habe mich verspielt. Komm, hör auf. Auch zu hoch. Okay, dann verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Ist mir jetzt auch zu blöd.
Ich habe doch noch einen Schlüssel, oder? Das heißt, ich muss da nur hoch und fertig die Kiste. Irgendwann muss ich es verstehen, aber... Jetzt halt nicht. Warte, das auch? Ah, da komme ich her. Nee. Buch, 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 aua, Buch. Nicht geblockt gehabt, aber egal. Egal. Ja. Gut. Okay. Oh, ah, da. Ungünstig? Ungünstig? Geht's dann hier links weiter? Nö, hier geht's gar nicht weiter. Das heißt, es geht wirklich hier unten irgendwo weiter. Ja, das ist, wie ich eben schon erwähnt habe, ungünstig. So, da komme... Ne, da komme ich nicht her. Okay. Hier. Oh, okay, das war einer der dümmsten. Aha. So, da sieht man doch, wo es noch weitergeht. Ich glaube hier nicht.
Geht es hier wirklich weiter? War das nicht nur wieder eine dumme Idee von mir? Ich glaube nämlich eher, es war eine dumme Idee von mir. Das war eine dumme Idee von mir. Also hier geht es nicht weiter. Wenn es nicht hier weitergeht, muss es vielleicht hier weitergehen. Das heißt hier irgendwo. Das tut es aber auch nicht. Das heißt hier muss es, da geht es doch nach rechts. Was mache ich mir denn immer so Umwege? Flächenbrand auslösen bitte einmal mit dem Magierstab. Zack. Muss wie eh und je gelöst, würde ich mal sagen. So. Gut, hier geht's unter. Da will ich aber noch nicht lang, sondern ich möchte erstmal nach oben. Da geht's ja nicht lang, aber hier. Ja, mit 3000 plus aus dem ersten raus. Jetzt hoffe ich, dass ich die erste Etage mir kaufen kann. Ebene 2, was kostet's? Ach, nur 400, ja gut. Das nehme ich gerne mit. Okay. Gut, hier geht's nicht lang. Hier oben aber. Nee, auch nicht, tatsächlich. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen gescared. Was war hier denn noch? Und noch einen, komm. Scheiße. Gut, da ging's nicht mehr lang. Oh, hatte ich da Glück. Thank you.
Gut, dann geht's hier weiter. Autsch, das ist so blöd. Autsch, das ist ja noch blöder. Nochmal. So, okay. Okay, hier geht's weiter. Ja. Hier ist nichts wahrscheinlich und hier auch nichts. Das war mir klar. Aber ich wollte trotzdem das hier abgegrast haben. Einfach mal flüchten. Ja, okay. Ist okay, ist okay, ist okay. So, dann geht's zurück in die Stadt. Wieder ein bisschen aufleveln. Kurz mal gucken, ob es hier... Ich weiß gar nicht, wie viele darf ich denn davon bauen? Irgendwie finde ich es langsam komisch. Aber die können ja mir jetzt nicht irgendwann Gebäude blockieren, oder? Das machen die doch nicht. Wir gucken uns das an. Was ist das hier? Lea, siehe nach einem netten Platz für jemanden aus der Nymphen gewohnt ist. Okay. Und das hier? Willkommen in der Intori-Felssammlung. Sehen die alle gleich aus? Ja, ich weiß, das sagen sie alle. Ich hätte gerne mehr Abwechslung, aber es war nicht einfach, neue Arten zu finden, wo sie sich viele Monster herumtreiben. Du wirst sehr abenteuerlich. Könntest du vielleicht, wenn du interessante Felder siehst, die sie zu mir bringen, mit deinen Mitwirkungen könnten wir die Intori-Felssammlung wirklich bekannt machen. Mit deiner Mitwirkung könnten wir... Okay, das... Okay. Ich habe drinnen zu tun. Ich darf bei meiner Hausarbeit nicht zurückfallen. So, was ist denn jetzt? Wie viele Häuser kann ich denn noch bauen? Was mit dir? Du wirst es lieben, in der Stadt einen Ort zum Brauen von Tränken zu haben, beginnen wir. Bla, hier sind Burgerfäden. Gut, dann. Gut, das hätten wir dann auch. So.
Was meinst du nicht schlecht, was? Das ist dann deine. Das bringen sie weiter, damit ich weiterbauen. Warum übernimmst du nicht die Planungsaufgabe? Okay, jetzt. Sag nicht, dass es noch mehr gibt. Florierend. Ich dachte schon. Wie viele gibt es denn? Aha. Okay, dann haben wir auch alle Häuser gebaut. So, dann ist hier jetzt endlich alles freigeschaltet. Ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, muss ich ehrlich sagen. So, wie geht's meinen Karottis? Die müssen gegossen werden. Meine Lieblingsaufgabe. Ja gut, so schlimm ist es jetzt nicht, aber... So im großen Feld wäre... So, das und das wäre das trotzdem mal in Ordnung gewesen, dass... So, jetzt erstmal kurz gucken. Was wäre in Ordnung gewesen, dass es irgendwelche Hilfsmittel gäbe? Okay. Ich habe einen Stachel bekommen. Ich. Ach, von den Viechern. Ich glaube, von diesen Stachelschießviechern. Ich verstehe, ja, ja. Ja, ich verstehe, ich verstehe. So, Werkzeug noch. Greifhaken. So, und den Rest werde ich jetzt im Schmiedeshop dem Angriff widmen. Warte, warte. Oh, 900. Und das ist 300. Okay, ja, dann können wir das ja alles so ein bisschen hochtreiben, sodass das. Ich das Geld klüger ausgeben können, ja, aber. Eigentlich auch egal. So, dann, machen wir jetzt nochmal den Schwimmer? Oh, nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Nee, nee, nee. Ja, dann gehen wir aber jetzt mal direkt in die zweite Etage. So. Okay. Eine Beschäftigungsaufgabe also wieder. Eine Beschäftigungsaufgabe wieder. Geht's hier hoch? Hoch geht's nicht. Geht also nur nach unten. Ja, kann sich nur um Stunden handeln, würde ich sagen, oder?
Okay, danke dafür. Gut, damit hätten wir auch das. Es geht nach unten und es geht nach oben. Glasbogen immer noch. Aber bald brauche ich den nicht mehr. Ja. Wo? Da. Wie lange hält der Effekt? Mist. Egal. So, dann hätte ich das nämlich auch. Und dann geht es wieder zurück. So, dann haben wir noch nach links. Und wir haben hier irgendwo natürlich auch noch das. So, dann haben wir auch diese Kiste. Also, das Dungeon lohnt sich natürlich wesentlich mehr. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Mhm. Ich hasse dieses Dungeon. Diesen Dungeon hasse ich wirklich grundtief, aber wir können jetzt erstmal runtergehen. Okay, wir haben natürlich auch übel viel Gewinn alleine deswegen gemacht, weil komm noch mal raus.
Autsch. Okay, das ist schon echt hart. So, da geht's auf jeden Fall lang. So. Jetzt nehmen wir uns die Kugel, tun die nach rechts bringen. Und dann denke ich mir, haben wir diesen Bereich auch gleich fertig. Und dann geht es noch einmal weiter nach unten. Genau. Dann geht es jetzt noch einmal nach hier. Und dann bin ich hier auch fertig. Hä? Nee. Welcher ist es? Hä? Wo nach hinten schieben habe ich mir jetzt noch nicht gedacht. Okay. Ah. Das war dumm. Das war richtig dumm. Aber da war ich ja eben eigentlich. Egal. So, das ist jetzt erstmal durch. Das Thema hier. Dann gehen wir noch hier lang. Nummer 1 hoch. Weil hier ist das Thema noch nicht durch. Weil hier noch ein Gegner ist, der gegravelt werden muss, nämlich der da. Ja. So, dann geht's hier nochmal nach oben. Hier nochmal hin, weil da ist noch eine Kiste, die nicht geholt worden ist. Und den Rest verstehe ich nicht. Wie ich den lösen soll, ich verstehe es wirklich nicht. Aber irgendwie muss es ja gehen eigentlich. So, irgendwie muss es doch gehen. Das verstehe ich nicht. Wie willst du das denn machen? An dem Greifhaken ist wahrscheinlich vorbei. Eine Bombe hinlegen, aber die wird doch auch. Hat die das jetzt? Okay, das war vielleicht doch der Clou. Autsch. Scheiße.
So. Hat 10.000 Bomben verbraucht, aber sagen wir es mal so. Wir haben es irgendwie geschafft. Der ist es. Aber ich wüsste nicht, wie man es ordentlich macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ordentlich war. Bei weitem nicht. Und für 261, ja, war jetzt nicht unlohnend, sagen wir es mal so, aber es gab schon bessere Zeiten. So, das haben wir aber tatsächlich vollständig. Dann geht es hier noch drum, dass wir hier nach unten gehen. Okay, dann ist im langen Gang oben geht es dann auch nach unten. Dann habe ich das nicht gesehen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber oder es geht im Gang da hinten rechts nach links. Natürlich auch sein. Jo, und das ist es auch. So, meine Freunde, was mache ich jetzt hier? Bombe. Die hat überraschend viel gelöst, die Bombe. Okay, aber hier gibt es doch erstens auch noch Bomben. Und mit Sicherheit doch noch ein paar Bisschen mehr, wo ich auch ein bisschen HP vielleicht bekomme. Ja, genau das meine ich. Also hat sich jetzt nicht viel gebessert, aber bisschen ist auch etwas. Und wir sind natürlich jetzt auf der dritten Ebene angelangt. Ja, ah, hier. Komm, bitte, 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 bitte. Oh. Nein, wir geben nicht noch mehr Knete für so einen Schrott aus. Genau deswegen nicht. Kommst du, kommst du, kommst du, kommst du? Komm, komm, komm. So. So läuft das doch gut. So, wo muss ich denn überhaupt noch hin? Hier nicht? Es gibt nur oben links noch was. Okay. Natürlich nehme ich diesen einen Mund.
Autsch. Was wird das hier? Also erstmal wieder Geld ein bisschen ausgeben, damit man... Schüssel abgeben. Okay, ein bisschen geheilt habe ich. Ein bisschen geheilt habe ich. So, und dann... Okay. Ich höre schon auf. So, ich würde sagen, das hat sich ziemlich gut gelohnt. Und ich werde jetzt... Mal werde ich auch mein Haus einrichten. Aber nicht jetzt, sondern... Erstmal werde ich mir mal angucken. Okay. Gut. Ich werde jetzt wie folgt. So, das kostet 900. Den Rest checke ich in Ausdauer. Es wird auch nicht so viel ausmachen, glaube ich. Aber ein bisschen ist auch etwas. Ja. Und mit diesem neuen Skillset werden wir in der nächsten Folge nochmal in den Dungeon gehen und uns das nochmal angucken. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!